Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Freitag, den 9. Juni. Mein Name ist Ronald Gehrt, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Zum Redaktionsschluss in der Nacht ist die erste Prognose für die Wahl in Großbritannien auf den Tisch gekommen. Die Frage ist, wie verlässlich ist das? Und man muss ganz klar konstatieren, überhaupt nicht. Erst im Verlauf des Morgens nun wird also klar sein, wie die Sache tatsächlich ausgegangen ist. Allerdings, diese Prognose deutet an, dass Premierministerin May sich selbst ein Bein gestellt hat mit dem Versuch, die Mehrheit der Konservativen im britischen Parlament auszubauen, um nicht mehr angewiesen zu sein auf die Stimmen ihres eigenen ultrarechten Flügels, die einen Extremkurs beim Brexit fahren wollen, der so nicht praktikabel wäre, weil er der britischen Wirtschaft massiv schaden würde. Deswegen wollte man diese Mehrheit ausbauen. Aber so wie es aussieht, hat man sogar die absolute, also die Mehrheit im Parlament als solche verloren. 326 Sitze würde man brauchen. Und nach 331 als Ergebnis der Parlamentswahl 2015 war diese erste Prognose eine Sitzezahl von 314. Das Problem dabei, die Auszählung der Stimmen erfolgt über die Nacht hinweg und erst wenn das alles durch ist, kann man wirklich absehen, wie die Sitzverteilung wirklich aussieht, weil die prozentualen Anteile der Parteien untereinander völlig wurscht sind. Es geht einfach nur darum, wer in den 650 Wahlkreisen jeweils die meisten Stimmen hat. Der bekommt den Sitz und das ist letzten Endes durch Prognosen, zumal wenn die Labour-Partei und die Tories so eng beieinander liegen, einfach nicht abschätzbar. Aus dieser Warte heraus muss man mal abwarten, was daraus wirklich wird. Schauen wir uns jetzt erstmal den DAX an. Der hier zunächst mal auf 15-Minuten-Basis im DAX Future. Der bildet ab den Handel auch nachbörslich, also nach Xetra-Handelsende bis 22 Uhr. So lange wird der gehandelt und wir sehen, dass wir am Abend ein einigermaßen gut gehaltenes Bild vorfinden nach dem Statement von Ex-FBI-Chef Comey vor dem Untersuchungsausschuss des US-Parlaments. Denn das war ja der weitere wichtige Knackpunkt des gestrigen Donnerstags. Die EZB-Sitzung, gut, da hat man ein bisschen auf Taube gespielt und klar gemacht, dass mit den Niedrigzinsen das geht auf absehbare Zeit so weiter. Aber das war eigentlich erwartet worden, weil man weiß, die EZB kommt aus dieser Sackgasse so ohne weiteres nicht raus. Man hat die Wachstumsprognose ein bisschen angehoben, die Inflationsprognose ein bisschen gesenkt. Und das wiederum heißt, okay, wir wachsen schön, aber die Inflation erreicht unser Ziel nicht, also müssen wir weiter mit niedrigen Zinsen fahren. Thema durch, hat auch nicht allzu viel bewegt. Das FBI-Ex-Chef Comey, den Präsidenten, in einem sehr sicheren Auftreten beschrieben hat, auf eine Art und Weise, wie es eines Präsidenten unwürdig ist, hat man einfach mal zur Kenntnis genommen, insbesondere an den US-Börsen. Ob das mehr oder weniger die Flucht nach vorne ist, das heißt, dass man gekauft hat, um zu verhindern, dass andere aussteigen, ist ein anderes Thema. In jedem Fall hat diese Geschichte erst einmal für den Moment am Donnerstag keine größeren Probleme verursacht. Ob es nun die Wahl in Großbritannien sein wird, die Hosse erledigt beim DAX. Das allerdings muss ich eben erst herausstellen. Grundsätzlich aus charttechnischer Sicht sieht das hier auf 15 Minuten Basis ja nicht übel aus. Ein Doppeltief am Mittwoch nach diesem kurzen Rücksetzer, der wiederum dazu führte, dass diese Kurslücke hier vom Freitag geschlossen wurde und eine klar definierbare Widerstandszone im Bereich um 12.745, 12.57. Wenn die nach oben durchbrochen würde, dann wäre wieder Luft an dem Verlaufsrekord, den wir am Freitag gesehen hatten, bei 12.876. Aber das muss man eben erst einmal abwarten. Die ersten Reaktionen in der Nacht führten oder zeigten ein schwaches Pfund, logisch, denn der Pfundkurs wird gedrückt durch die Befürchtung, dass eine noch schwächere britische Regierung
die EU-Austrittsverhandlungen eben so führen muss, wie es die EU diktiert und das wiederum der britischen Wirtschaft schadet, die britische Notenbank, die Bank of England, die Zinsen senken muss und das wiederum würde das Pfund drücken. Aber ansonsten, was die Futures angeht, war relativ wenig Bewegung da. Allerdings, das Problem ist halt auch, bevor nicht das endgültige Wahlergebnis auf dem Tisch steht und der Handel tatsächlich beginnt, sind Prognosen über die Reaktion der Marktteilnehmer natürlich müßig. Denn auch wenn May ihre Mehrheit verliert und zurücktritt und durch einen anderen ersetzt wird, ist die große Frage, ob die Marktteilnehmer das negativ sehen. Und wenn sie es negativ sehen, müssen sie auch handeln, sprich auch tatsächlich verkaufen. Und ob das der Fall ist, wird sich erstmal erweisen. Ergo bleibt es dabei. Die Risiken haben sich zwar erhöht, aber noch ist die unmittelbare Reaktion ausgeblieben. Das heißt, der DAX schafft es, sich immer noch über der kurzfristig entscheidenden Zone zu halten, hat am Donnerstag die 20-Tage-Linie verteidigt und dementsprechend wären Long-Positionen im Augenblick durchaus noch haltenswert, wobei gerade dieses Zwischentief so nah am Stop-Loss vom Mittwoch zeigt, hier ist schon eine sehr sinnvolle Marke, Long-Positionen abzusichern, knapp unter der 20-Tage-Linie mit einem Stop-Loss von 12.630 Punkten. Nun ja, warten wir es mal ab. Der heutige Tag dürfte spannend werden. Wie gesagt, eigentlich würden ja viele wohl gerne reagieren auf die Entwicklung in den USA, auf die Entwicklung in Großbritannien. Aber solange keiner den ersten Schritt macht, muss nicht unbedingt was passieren. Darüber hinaus haben natürlich die großen Adressen alles Interesse daran, diese Trends am Leben zu erhalten. Möglich also wäre auch eine Flucht nach vorne, wie wir sie ja in kritischen Situationen schon öfter gesehen haben. Aus dieser Warte heraus, long zu bleiben, macht Sinn. Zuzukaufen, auf keinen Fall, jedenfalls per heute früh. Und ob ein Switch auf die Short-Seite dann opportun wäre, wenn der DAX die 20-Tage-Linie bricht, wenn dann auch der Stop-Loss bei 12.630 brechen sollte, das muss dann von der Gemengelage abhängig sein, die wir dann am Ende des heutigen Handelstages vorfinden, mit der wir dann in die neue Woche starten. Für den Augenblick scheint es, als würde alles noch einigermaßen gut gehen, aber ob das so bleibt, werden wir dann am Montagmorgen sehen, in der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call, dann auch zur Mittagszeit wie üblich mit dem ING Markets Chart Flash, wo wir uns die anderen Märkte von Interesse ansehen werden. Bis dahin, schönen Freitag und machen Sie es gut.